Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Und ich habe unfassbar Bock auf dieses Spiel. Seit der E3 2015 freue ich mich drauf. Ich habe davon geträumt streckenweise. Ist kein Witz. Und heute ist es endlich rausgekommen. Mehr als diesen Screen haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Mich hat er jetzt auch angezeckt heute. Ich habe mich dann gefragt, so, ich habe davon gelesen, dass es heute rausgekommen ist. Und, seit 15 Uhr. Ja, und dann sagt er, kick dir mal an, hier E3 2015 den Trailer. Habe ich gemacht und oh mein Gott, ich will es unbedingt spielen. Und das tun wir jetzt auch. Ja. Press any button. Machen wir. Ja, ich möchte mich gerne anmelden. Sie werden angemeldet. Das hätten wir natürlich schon machen können. Aber das wäre ja irgendwo langweilig gewesen, weil ich wollte jetzt nicht irgendeinen Knopf drücken. Hallo Maximilian. Weil nachher, weißt du? Weißt du, Kinder. Wird was weggenommen. Eieiei. Alrighty. Oh Gott, mach mich das an. Oh Gott. Options. Audio, Visual Controls, back. Nein, das lassen wir alles so. Ich weiß können ja gar wir ein bisschen Game Sound haben? Ach. Müsste ich mich jetzt auch hier irgendwie. Nee, ich weiß ja gar nicht. Vielleicht ich weiß es nicht, aber es geht auf jeden Fall, denke ich. Es hieß, dass es auf jeden Fall. Also, ja. Gibt einen Koop. Och Gott, Mensch. Ah, da sind wir. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich will nicht, dass du alleine spielst. Nee, ich möchte das auch nicht. Sonst müssen wir jeder mit einer Hand. So. Oh. Don't deal with it. Ich bin steinhart gerade. Once upon a time, in a magical place called Inkwell Isle. Also there were two brothers named Cuphead and Mugman. So ein kleinen Game-Song würde ich noch gern haben. Das ist eine super Musik, ey. They lived without a care under the watchful eye of the wise elder Kettle. Komm, machen wir so. Einen Tag sind die beiden weit von zu Hause weg und entgegen Kettles vielen Warnungen sind sie am falschen Ende des Weges angekommen und haben des Teufels Casino betreten. Ui. Drinnen haben die beiden sich in einem, ja, in einer Winning Streak, in einer Siegesserie wiedergefunden. Hot Dog! König Würfel. These fellows can't lose. Also von wegen, sie können einfach nicht verlieren. Nice run, boys. Alles klar, sie wurden also beglückwünscht und es war der Besitzer des Casinos, der Teufel persönlich. So, wie wär's, wenn wir die Stakes raisen, also wenn wir die Bedingungen etwas verschärfen? Hat er mit einem toothy grin, mit einem breiten Grinsen vorgeschlagen. Ah, dieses Grinsen, oh mein Gott. Oh ja, es ist so geil. Gewinnt einen Würfelwurf mehr und das Casino gehört euch. Aber wenn ihr verliert, nehme ich eure Seelen. Deal? Nicht eingehen. Guck mal, der hat Dollarzeichen. Oh nein. Ja, Cuphead schon vom Erfolg ganz betrunken, nimmt die Würfel, rollt. Oh Good Gott. Gosh, Cuphead, no! Also Mugman möchte es nicht. Aber es war schon zu spät. Nein. Er hat die Gefahr gesehen, aber es war, wie gesagt, zu spät. Oh nein, was hast du uns angetan? Zwei Einsen, Snake Eyes. Na, schade, verloren. Now about those souls. Diese Musik, ich bin... Ja, Hammer, ey. Die Brüder haben um ihre Seelen gebettelt. Es muss einen anderen Weg geben, zurückzuzahlen. Yes, please, Mister. Vielleicht gibt es einen, stimmt der Teufel zu. Er hat eine Liste von weggelaufenen, also Leuten, die ihm was schulden. Ja? Ja. Und die Seelen müssen wir einsammeln, Zeche um gefällt. Diese Schulden wieder gut zu machen. Genau. Oh, einfach raus. Now get going! Schön rausgeschmissen und bis morgen um Mitternacht müssen wir die Seelen zurückgeholt haben. Ansonsten sind unsere Seelen weg. Okay. Voller Angst sind die beiden weggelaufen, so schnell sie nur konnten. We have to find the Elder Kettle. Also müssen sie jetzt wieder ihren weisen Elder Kettle zurück aufsuchen, um Rat fragen. Oh, diese Uhr, wie sie schon so wippt. Also wir haben jetzt einfach unsere Seelen vertickt und müssen jetzt andere Seelen holen. Oh mein genau. Gott. Genau, und müssen jetzt die Schuldner die Zechenpräller hier. Ja, genau. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, jetzt so on the fly hier sofort dolmetschen zu müssen. Das kam ein bisschen off guard jetzt. War jetzt irgendwie so alles gemischmasht. Ah, Hammer, ey. Ich hab richtig hart Bock auf das Ding. Oh mein Gott, ich will mitspielen. What a fine pickle you boys have gotten yourselves into. Was? Er nuschelt so ein Wort. Okay. Alter, wie die da allein schon so rumhüppeln, ey. Ja. Ich bin...
Oh mein Gott. Ah, was hat er denn? Hey, jetzt drück mal einfach ein paar Tasten. Drück mal Start oder so gleich. Ah, ich kann jetzt joinen. Ah, guck mal, Gast. Ibims Gast. Ibims 1 Gast. 1 Gast. Jetzt bin ich doch der mit der knobigen Nase. Ah, da bist du. Oink, wollen wir tauschen? Nee, ist okay. Ich spiele lieber den mit der knobigen Nase. Aber wir müssen entgegengesetzt wippen. So. Ja, das funktioniert. Aber nicht, dass aber ich muss das mich so zu sehr darauf konzentrieren. Nicht, dass das Sofa gleich einbricht. Ja, das wäre nicht gut. Okay, wir müssen uns jetzt vorbereiten. Oh, jetzt habe ich schon irgendwas gemacht. Ja, super. Und zwar. Ah, guck mal, was für ein geiles Tutorial. La, la, la. Hold down the crouch. Guck mal, da, Tutorial. Duck dich. Okay. Ah, ist springen? Ah, alles klar. Ach, das ist das Tutorial. Das ist easy, chillig, Mann. Das haben sie echt gut gemacht. Aha. Ah, okay, du hast einen Dash, das ist gut. Ja, ja. Du kannst durch den. Okay, du kannst so runter. Aha, aha. Und schießen natürlich. Hold for Rapid Fire. Pew, 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 dass man es dass gedrückt halten kann, finde ich schade. Das müsste richtig oldschool sein, dass man einzeln drücken muss. Und wie er so aus dem Finger schießt und dabei böse guckt, ey. Ah, ist das gut. Ah, okay, und du kannst auf der Stelle stehen bleiben, wenn du R1 drückst. Damit du halt hochschießen kannst oder zu den Seiten, ohne dass du gehst. Das ist dann der Locker. Steuert sich butterweich. Parry Slap. Press Jump while airborne. Ah, okay. Du kannst an so pinken Objekten einen Doppelsprung machen. Aha, okay, okay. So quasi. Aha, ich verstehe. Spring hoch! Nimm den dritten einfach direkt. Ja. Ja. Geht nicht, wa? Doch. Aha, finde ich. Resurrect. Okay. Revive your dead pal with a well-timed parry. Ah, okay. Wir müssen also beim Geist so einen Doppelsprung landen. So quasi. Oh Gott! Und dann kommen wir wieder, oder was? Ja, ja. Thank you! Aha. X-Move. Upgraded Attack. Jo. Ah, okay. Ach so, okay. Das ist unter uns hier. Das sieht man jetzt auf der Seite. Auf der. Die HP. Das, also diese Spielkarten, die da angezeigt sind. Oh, du. Ja, alles klar. Okay, wir können Items kaufen mit diesen Münzen. Und das war's dann schon. Exit. Alter. Bin ich mal gespannt. Ob ich mir das alles merke, kann ich weiß ja nicht. Ja, Björn, entgegen der üblichen Regeln habe ich zwar eine dicke Nase, aber keine rote Nase. Bin zwar blau, aber ohne rote Nase. So Rudolf oder was? Ja, nee, aber wenn man einen im Tee hat, ne, dann hat man eine rote Nase. Eine Erdbeernase. So, eine dicke wir Knolle. Sind vorbereitet. Lass uns rausgehen. Ja, Björn, das war auch das Erste, woran mich das erinnert hat, an Mickey Mouse. Wenn du, ja, wenn ja, du Björn, Rollen... das ist ja das. Die sind in dem Zeichenstil von den 30er Jahren Walt Disney Cartoons. Das ist ja Absicht so. Das ist super, ey. Also das gefällt mir. Ich hoffe, das merkt man. Ui. So. Diese Ansicht habe ich noch nie gesehen. Ich bin ja so, ich gucke mir ja keine Gameplay-Trailer und sowas an, wenn ich auf was Bock habe, sondern ich habe halt den E13, hallo, den E3 2015-Trailer gesehen und seitdem nichts mehr. Ich sag, das ist ein Apfel, oder? Weil ich will das selber. Look like you're in 4 now. Well, I used to be the same way, always getting into trouble. Running, jumping, shooting. Ja. But now I prefer just strolling around and going to the pictures. Okay, also das heißt, okay, wir haben jetzt drei... Allein der Bildschirm jetzt. Das könnte ich mir eine sexy Viertelstunde angucken jetzt einfach nur. Richtig und mich sexy erfreuen. Ja. Gut. Sieht aus wie Winnie Pooh, sagt der Björn, ja. Ah, guck dir den Gasting da unten an, was ist denn mit yo dem? Oh. Hier können wir leider nicht runter. Nee, da will ich auch, glaube ich, gar nicht hin. Botanic Panic. Difficulty Selection. Okay, wollen wir mal direkt auf Regular versuchen? Ja, machen wir mal. Direkt auf Mittel. Ich glaube, das ist dieser Karottenboss, den wir schon gesehen haben im ersten Trailer. Mhm. Ja, ich meine... Passt ja irgendwie. Ja. Oha. Alter! Also ist das nicht ja eine Kartoffel? Also es ist. Ah, das ist eine Kartoffel. Auch gut. Das ist halt tatsächlich einfach ein Boss-Rush, ne? Alter, ja, aber nicht überall. Ich habe schon was gelesen, dass das tatsächlich auch ja, so. Ja, das war die Kritik, die da halt ach so, du überkam. Musst, du ne? musst mich dann. Genau, ich heilen. Muss dich wiederbeleben. Oh Gott, Alter, was ist denn los mit dem? Du kannst da. Ah, okay. Ich hab's raus, glaube ich. Zack! Friss das, Kollege. Oh Gott, ich werde das ganze Wochenende nichts anderes tun. Ich werde mir da sowas von Platin holen, ne? Also Platin gibt's auf der Xbox nicht, aber das Äquivalent dazu. Gibt's irgendwie einen bestimmten Bonus, wenn wir... Ah, fuck, wenn wir diesen Regenwurm da mitnehmen? Weil ich meine, den gibt's ja wohl nicht umsonst. Ich hab keine Ahnung. Ich spring mal auf den Wurm jetzt. Ah, guck dir das an. Geiler Zwiebel. Oh, diese Riesenkartoffel. Ah. Wie? Ah, jetzt eine Zwiebel? Die hat aber Angst. Oh Gott, macht mich das die, Spiel an. Oh, die weint. Hör auf damit. Oh, fuck. Die weint. Okay, das ist ein Spiel für mich.
Hey little guy, it's okay if you have to cry. Das ist mein Spiel, Kollegen. Alter, was macht der? Der trinkt aus seinem eigenen Kopf. Das ist schon ein bisschen pervers. Das ist schon ein bisschen pervers. Ich weiß nicht, was jetzt mit dem Wurm ist. Das ist mein Spiel. Ach ja, wir können ja gedrückt halten. Das finde ich ein bisschen doof, dass man es gedrückt halten kann. Ich würde lieber mashen müssen. Ah, oh, da hat er mich getroffen. Ah. Oh. Nee, das ist richtig Oldschool-Gameplay so. Versuch so lange, bis du es schaffst, ansonsten musst du halt nochmal ran. Ja. Ich gehe rüber. Ah, fuck. Das hätte mich jetzt fast was gekostet. Okay, diese Mucke, Alter. Die Tröpfchen. Ah, ja, ja, genau, da musst du jetzt aufpassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich sterbe. Ich kann dich leider nicht wiederholen. Ja, jetzt. Ich weiß, wir sind oft. Ah, du kannst da vorbeigehen. Alles klar. Ah. So, was kommt denn jetzt, ey? Jetzt kommt die Karotte dann vielleicht. Alter, ja, jetzt. Boah, was? Oh, macht mich dieses Spiel. Ich will an. Jetzt. Ich werde nie wieder Gemüse essen können. Oh, fuck. Alter. Drei Augen, was ist mit dem? Alter. Boah, ist das krank. Alter Vater, das bockt mich jetzt schon richtig an. Ja, wie gesagt, mein Wochenende wird nichts anderes sein. Ich gesell mich dazu. Als fucking Cuphead. Kannst du sehr gerne tun. Einladung ist hiermit ausgesprochen. Einladung ist raus. Einladung ist raus. Anzeige auch. Alter, was für eine weirde Karotte. Oh. Und dann erstmal schön massieren und dann. Oh, mal schön den eigenen Kopf. Ja, ich bin jetzt sowieso verwirrt. Ich habe aus meinem eigenen Kopf getrunken. Ich weiß nicht, was ich da jetzt rausgesoffen habe. Fandst du ein bisschen belastend, ja? Ja, wahrscheinlich. Knockout! Wahrscheinlich ein bisschen Gehirnmasse, ey. Krank. Ja! Alter, dieses. Oh. Ist noch nicht viel gespielt, aber es sieht schon richtig witzig aus. Fuck, ist das ein großartiges Spiel. Ja, natürlich wieder hier mit diesem Skill-Level und so Benotung und so diesem System. Naja, gut. That's all, folks! Oh Gott! Ja, Freunde. Nice, nice. Oh. Der Charme ist geil, ne? Jo. Macht mich richtig an, ey. Volle Lotte, ey. Ja, Ladezeiten sind ein bisschen lang, aber. Aha, Wollen wir erstmal gucken, was ist weiter oben? Ja, genau. Okay, wir haben den. Eine Seele haben wir jetzt. Wir haben den. Okay, das heißt, wir haben jetzt den Vertrag unterschreiben lassen, dass der seine Seele verkauft. Ja. Auch gut. Eigentlich ganz schön grausam. Ja, man, shop den mal bitte. So, was ist das? Foes. Run and gun. Confirm. Probieren wir mal. Was ist das? Ist das shoot, irgendwie so ein. Shoot them. Irgendwas. Kann sein. Ist das irgendwie so ein Zwischenauftrag oder so? Ich will ja nicht diese ganze. Spielst du eigentlich mit Stick oder mit dem Steuerkreuz? Ich spiel mit Stick. Ah, okay. Ich spiele das mit dem Steuerkreuz. Run and gun! Ah, okay. Es geht in die Richtung. Wir werden ausgelacht, glaube ich, gerade aus dem Büro. Wieso? Weiß ich nicht. Aha. Oh, ein Pilz! Alter! Oh. Was hat er denn da für eine Ladung abgelassen? Ich habe gerade gedacht, ich wäre du. Unklug. Oh mein Gott! Ist das geil. Warte mal, ich bin blau, was? Ich dachte, ich wäre du. Ich habe auch gerade wieder mal gedacht, ich wäre du. Ich weiß nicht, ich hoffe gar nicht. Ah, okay, den da unten können wir nicht. Was ist das für ein komischer. Gut finde ich, dass du auch im Liegen schießen kannst, dass du dann ein bisschen tiefer bist. Kriegt das Ding jetzt? Nee. Möchte nicht. Aber da merkt man schon mal, wer viel Videospiele spielt. Das erste, woran man halt denkt, ist, okay, da ist ein Propeller unter der Plattform. Heißt das, man kann nur eine bestimmte Zeit draufstehen? Hm? Komm durch. Oh mein Gott, da kommt noch einer. Ja, aber vor allen Dingen. Durch so Rollenspiele und so denkt man sich so, man muss erstmal alle Ecken abchecken, weil ja, genau. Irgendwo ist immer was. Oh, ach so, das. Ah, runter, ja, okay. Genau, so gerade runter musst du halt im Sprung. Ah, fuck, ich hab gedacht, den kriegen wir noch. Da müssen wir noch drankommen können. Nein, komm mal. Oh, fuck, you died. Aber wir sehen schon mal, wie weit wir gekommen sind. Ja, das ist auch cool. Schon mal nett. Direkt nochmal? Mhm. You're up. So, machen wir mal. Oh Gott, ich weiß tatsächlich nicht, was ich echt sagen soll. Ich will nie wieder was anderes spielen. Okay, nie wieder ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber. Und vielleicht, wenn es eine Fortsetzung gibt, auch die. Aber. DLC.
Es macht mich einfach nur unfassbar an. Ich weiß nicht, wie oft ich das... Ah, ich habe daneben geschossen. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, aber... Ich komme einfach nicht drauf klar, ey. Pinörkel können wir ja nicht abknallen, oder? Den Pinörkel nicht, nee, den kannst du den nur... Den Pinörkel. Steve Urkel. Steve Pinörkel. Steve Pinörkel, ich wollte es auch gerade sagen. Den kannst du leider nur stunnen. So, den Pilz, bevor ich schießen kann. Oh. Der Pilz. Der Pilz, yo. Pilz ist nie gut. Da Shroom. Hätte er mich fast erwischt. Hat er gedacht, er schafft's. Frage ist auch, wie weit man auseinandergehen kann, ne? So, hier müssen wir gucken. Ich probier's mal. Nee, es geht. Vorsicht! Ah! Ich hab's im Blick, ich hab's im Blick. Oh, okay, was ein jetzt, Spiel. Ah. Wie war das denn nochmal mit dem, mit y? Dem Dash, der ist auf Y. Okay. Ha. Den habe ich ganz vergessen. Ja. Oh mein, oh! Oh nee! Ah! Ah. Hol mich wieder! Nein! Fuck! Fuck! Okay, du machst das, du machst das. Ich mach das du nicht. Machst das, Dom. Ich weiß gar nicht. Muss jetzt aber. Oh mein Gott, was passiert? Safety, aber, safety. Ah, Acorn Maker. Oh Gott, wie geil. Oh Gott, wie geil. Shit, das war. Den muss ich wahrscheinlich auch noch fertig machen. Ein Acorn Maker. Wo auch einer dran steht und kurbelt so. Ja, damals war nicht so mit. Alter. Also. Wenn man dem Spiel irgendwas vorwerfen will, ja, was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass das wirklich ohne Liebe zum Detail gemacht ist. Ja, deswegen hat es so ewig gedauert. Ja, naja, das war ja, wie gesagt, E3 2015 habe ich das erste Mal gesehen. Da wurde gesagt, es kommt 2016. Und heute ab 15 Uhr ist es halt verfügbar. So. Ungefähr 11 GB ist es groß, also es ballert dir auch jetzt nicht die Xbox total voll. Oh. Ja, Mist. Ich wurde auch getroffen. Verdammt. Damn it. Oh, shit. Okay, okay, beide noch einen Hitpoint. Fuck, 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 ja. Oh, danke, 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 danke. Ich vergesse okay, wir müssen, vielleicht ein bisschen langsamer vorgehen und geplanter dann. Durchwaschen, ey. Ah, die fressen so viele Treffer, die Dinger. Ah, nein, nein, hol mich wieder, hol mich kann wieder. Kann ich nicht, du bist so weit oben. Nein, ich war eben noch nicht so weit oben. Und ich hab's auch zu spät realisiert. Ich geb's zu. Ich hab's verkackt. Ich bin blöd. Aber du bist nicht so weit weg. Du schaffst das. Du schaffst das. Was die da für einen Bums ablassen. Ich will's gar nicht wissen, was dieser Pilz da eigentlich... ich hab ja heute gelesen, dass das irgendwie 7 Jahre gedauert hat mit der Entwicklung. Ja, ja, klar. Also ich hab auch heute ein bisschen bei Twitter geguckt, bei den Entwicklern. Und da kam öfter mal die Frage von wegen, oh, wie habt ihr den Artstyle hingekriegt? Hm. Jawoll. Und die haben dann jedes Mal geantwortet mit von wegen, ja, Stift und Papier. Ne? So, das dauert halt. Ja. Uiuiui, dieser kleine blaue Furz. Oh, ey. Ja, ein kleiner blauer Furz. Es ist halt echt schade, wenn man die... Die diese kleinen Witze und Details nicht versteht, das ist dann ein bisschen schade, echt. Ja, Lichtreflex, guten Abend. Moin, aber die funktionieren auch nur in der Originalsprache. Ne? Ich finde das geil, das ist auch schon gut fordernd. Also, ja. Ist jetzt nicht so dieses typische, ja, gut, das haben wir nicht geschafft, kriegst du so ein bisschen Hilfe. Ah, eine 3+. Mobskeks, das gibt's auch bei Steam. Ja, für PC auch. Genau. Also das PC und... PC und Xbox One. Ist halt so, hat mit Microsoft zu tun, deswegen nicht für PlayStation. Ja. Ein Microsoft-Exclusive-Titel. Das war echt seit etlichen Monaten das erste Mal, dass ich mal wieder die Xbox One angemacht habe, ey. Ah, also wir schalten damit mal. Wollen wir mal in den Shop gucken, weil wir haben beide 8 Münzen. Mal gucken, was es da so gibt. Weil, komm, die hauen wir auf den Kopf. Porgrind's Emporium. Porgrind. Schön, du musst auch auf A drücken? Ich muss auf A drücken. Icke. Ich muss auf A drücken, ja. Icke. Oi. Ist das schön. Okay. Long Range. Achso, wir können tatsächlich Waffen kaufen, wa? Long Range with below average damage. Ah, okay, wir können also Waffen wechseln tatsächlich. Und einen extra Hitpoint. Das wäre doch wahrscheinlich mal. Eightway? Extra Hitpoint ist wahrscheinlich gar nicht so gut. X ist halt die Waffe, die du auf B benutzt. Mhm. Das ist dieser Special-Schuss. Invisible Dash. Not take damage during a dash. Great Defense Maneuver. Okay, also ist es vielleicht so, dass man so ein Item vor einem Level benutzt und dass es dann nur für das Level ist, quasi, also so einzelne Buffs.
ein extra Hitpoint. Oh. Ja, der ist gar nicht so unnötig. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich will lieber eine Waffe haben. Ich gönn mir gleich so ein nicht ganz gut, so ein also, Hitpoint. Ah, und dann geht der weg und dann kannst du hier Sugar kaufen. Ah, okay, dann ist da was anderes. Ja. Okay. Okay. Ich nehme mal, einen Schuss, der von selber trifft? Nee. Einen Schuss nehme ich. Ich nehme einen Schuss. Nee, ich probiere mal den Spread aus. Mhm. Ja, finde ich ganz nice. Hast du es? Ich hab's soweit. Gut. Ich bin halt mal sparsam. Goodbye. Gut. Goodbye. Guten Einkauf. Gut. 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 So. Nice, nice, nice. Die Ladezeit ist schon so ein bisschen. Ja, die Ladezeiten sind relativ lang, aber es ist auch heute erst rausgekommen ja. Und so. Also, vielleicht wird's noch besser. Okay, wir müssen die Sachen, die wir eingekauft haben, ja, Bums. Benutzen. Ah, okay. Bums. Aha. Da ist die. Ah, siehst du mal, okay. Shot A ist der ganz normale Schuss. Was haben wir da? Shot B, ist das der X? Kann sein, Spread. Das heißt, ich kann den Spread auch als normalen Angriff benutzen. Aha, aha. Mach ich mal. Mal gucken, was das kann, was dann passiert. Aha, da kann man so also. Oh, das ist so geil, ey. Ach so, ich krieg zwar ein Lebens-, also ein Hitpoint dazu, meine Attacken werden etwas lascher. Ah, okay. Easy, alles klar, natürlich. Gut. Was wir oben haben, wieder so ein Zwischenlevel. Hier ist nochmal ein Boss. Ja, dann geht's bestimmt nach da. Wollen wir es nochmal mit dem Boss versuchen? Oder wollen wir die grimmige Münze? Ich würde ja sagen, wir gehen mal zur grimmigen Münze. Das ist halt, man hat hier so alles auf einmal und du weißt nicht wohin. Ja. Das ist halt. Das ist aber auch gut. Da ja. Ist ein Schiff, das sieht schon mal nach einem beschissenen Boss aus. Harumph! I'll be a monkey's uncle if I'm putting my Maluha. My Mula in the bank. For all I know, the devil probably controls the place too. Ah Gott, das ist auch schön, dass sie tatsächlich auch so reden wie in der Zeit, ne? Ist auch so. Man versteht fast. Okay, mit dem können wir also irgendwie nur quatschen. Ah, ach, guck mal, das ist ja eine Ironie. Ein Fisch, der angelt. Hä? Wenn er dann Menschen rausziehen würde, wäre das witzig. Ja, hart belastend irgendwie. Hart belastend. So, Wasser oder oben zum Baum? Gehen wir doch mal in den Wald rein, oder? In den Wald. Versuchen wir es doch mal. Gut. Kicken wir mal, was da gibt. So. So, ist ein Map oder so? Ruse of the News. Nehmen wir aber wieder normal, ja, oder? Oder wollen wir es auch leicht probieren? Dann schaffst du es auch mal. Hm? Ja, komm. Splitter TV. WTF. Warum WTF? Hallo erstmal. Ist doch super. Das ist, also das Game zeigt richtig. Oh. Er begrüßt uns noch nett. Oh shit! Ah, okay, das ist jetzt mein Spread. Ah! Okay, und der hat einen predetermined Pattern. Das heißt, du musst einfach nur gucken, dass du nah an ihm dran stehst. Dann wow, kann er dir nichts. Alter, Bruder, mach nicht diese! Erstmal freundlich grüßen und dann so richtig ab. Jetzt haut er wieder zu! Der pustet! Fuck, ich hab gedacht, ich hab mich gedacht, wieder, hol mich wieder, hol mich wieder, hol mich wieder. Ich vergesse das immer, dass das geht. Mist. Okay. Ah, WTF zum angelnden Fisch. Okay, das sehe ich ein. Guck mal, deiner zieht immer die Hose richtig hoch. Und deiner trinkt aus seinem Kopf. Das ist voll schon ein bisschen pervers. Ja, du prepare to. Oh, nee. Ich vergesse ab und zu, dass es den Dash gibt und so. Ich muss echt noch ein bisschen reinkommen, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall dabei, ey. Ah, oh, nee, hast du den Knack in den Bildschirm, ist ja blöd. Natürlich geht er auch nicht drauf. Ja, in den Bildschirm ran kannst du nicht rein, das wär's ja noch. Ah, Mann, dass man Schießen gedrückt halten kann, das stört mich. Das ist belastend. Wow, was war das denn? Oh, was macht der denn? Was will der denn jetzt? Achso, seine Fragezeichen. Oh mein Gott. Oh, fuck. Das kann nichts Gutes heißen. Hol mich wieder! Ja, da muss ich erstmal zu dir hin! Ah, es hat geklappt! Oh, Alter! Aber welche Drogen ist der denn? Hol mich zurück! Shit! I'm an handsome slime bringing pain, one bounce at a time. Cool, okay. Finde ich, zum einen, dass du halt wirklich siehst, wie weit du bist, und zum anderen, dass man sieht, dass der drei Formen hat. Ja. Oh Gott, mach mich das an. Und du hast auch unten bei diesem Ticket 1930 noch mit draufstehen. Alter, wenn das seine zweite Form war, dann will ich gar nicht... Wie weit ist denn der gesprungen jetzt? Dann will ich gar nicht wissen, was der für eine dritte Form hat. Oh mein Gott. Er ist ein richtiger Freezer. Den hätten wir auf die andere Seite locken müssen. Aha. Er ist richtig
Ja, ist echt böse. Du kannst auch den Dash ganz gut benutzen, dann bist du auf jeden Fall safe. Ah, komm. Hol mich wieder. Ja, mach ich. Nein. Fuck. Immer Doppelsprung ist das Ding. Ich springe auch immer so einmal drauf. Ah, der ist richtig böse, ey. Fluss der Nostalgie aus Kingdom Hearts 2. Ja, genau. Das ist da sehr nah dran. Hi, Papa, erstmal. Sind die Fortnite-Server down, bitte? Ob das mal jemand recherchiert? Oh, das müssen wir auf jeden Fall wissen, wenn wir das spielen wollen, gleich anderthalb Stunden. Ah, okay. Oh! Oder so. Na! Ah! Ich bin gerade nicht ganz so in Sachen logisch mitdenken und sowas. Nee, ist gerade nicht. Konzentration. Ob du dich mal kontrahieren kannst. Kontrahier dich mal! Auf! Ah! Nein, der trifft mich auch noch. Ich habe sowieso Angst vor dem, weil wenn er gleich groß ist, dann ist er richtig B. Wenn wir denn so lange leben. Ja, doch. Das Ding. Nein! Hilfe, 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 Hilfe! Fuck! Hilfe. Fuck! Ich komme! Oh. Thank you! Dieser Dude, ey. Wir haben ihn. Oh, nee. Kann er springen? Oh, Mist! Ja. Ich wusste nicht, in welche Richtung er springt. Hilfe! Oh. Ich wollte jetzt durch ihn durch und, ja, und einen Schuss einfach nehmen, aber ging nicht. Fuck. Ja, Diggity sagt schon. Diggity hat das Spiel schon wieder komplett auswendig drin. Toll. Invincible Frames. Ja, da hatte ich ja drauf gehofft. Aber mit iFrames ist halt immer so das Ding. Man muss halt auch wissen, in welcher Phase des Dash. Schon intens. So. Oh, der ist so. So ist ja nicht. Fuck. Doch, so weit. Jetzt hab ich ihn unterschätzt. Ah, jetzt habe ich natürlich einen Schuss mit so einer geringen Reichweite, ey. Hätte ich mal doch nicht den Spread genommen. Konnte ich ja nicht wissen. Ah. Das wird sowas von ein krasses Speedrun-Game, ne? Nee. Bei diesen ganzen Speedrun-Events und so wird das mit Sicherheit laufen, die Scheiße. Fuck, zu früh. Oh, Hilfe. Kann ich nicht. Der Typ ist so böse. Ah, Mann. Ich denke jetzt immer, der springt weiter. Fuck. Ja. Naben Ton, Tobi. Hallo. Ah, oh, Mann. Hätte ich mal eine andere Waffe genommen. Ich meine, der Spread ist cool. Aber du kannst ja jetzt auch rausgehen und einfach nochmal... Nee, möchte ich aber nicht, weil das wäre aufgeben. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon wieder auf das nächste GDQ-Event und sowas. Diese ganzen Speedrun-Events. Weil, wie gesagt, das wird da laufen, ey. So Boss-Rush-Games sowieso. Okay, das war schon mal gut. Ah, Hilfe. Ich bin da. Okay. Oh. Das ist das Ding, die Sprungweite kannst du ab und zu gar nicht mal so gut einschätzen. Nee. Gar nicht mal so gut. Manchmal springt weil der halt von der Wand abbounced ab und zu. Ja, eben. Und das bringt den Hilfe durcheinander. Ich bin dabei. Oh. Na, komm her. Oh, nee. Alter, der ist... Nein, das war die falsche Taste. Fuck. Ah, echt kaum Reichweite. Das ist echt zu doof. Too bad. Ah. Oh, ich will immer auf Y drücken, drück aber versehentlich auf B. Und das ist dann blöd, weil dann benutze ich den Special-Angriff statt den Dash. Den schaffen wir jetzt, komm. Aber guck mal, mein Charakter passt sich auch mir an, weil er trinkt halt immer die ganze Zeit. Ich trinke halt die ganze Zeit Performance-Trinken. Ja, stimmt, du bist ja der Performance-Drink-Mensch. Das ist wahr. Ja, nein. Man will aber du müsstest eigentlich so das Maskottchen werden, so Mr. Runtime. Oder Runny. Ronny, der Runtime-Drink. Runny McDoms. Darf ich mich dann auch so als Dingens verkleiden? Als Clown? Als Clown. Warum nicht? Dann so ganz schlecht einfach genau so aussehen wie Ronald McDonald, nur mit einer grünen Perücke oder so. Alter, der haut mir jetzt voll von Latz. Oh, ich sehe das schon. Wow! Oh, Alter, siehst du genau, da hat sich gerade wieder... Ah, Mann! Da ist man gerade irgendwie in diesem Pattern drin, dass man denkt, okay, er springt. Aber nein, dann nicht schon wieder. Bleibt er stehen. Lass uns in der Nähe voneinander am besten bleiben jetzt. Hilfe! Schaffst das? Nee. Nein! Bist du hoch. Ah. Fuck, und ich laufe auch noch rein! Fuck! Ist schon wieder so knapp, ey. Ah. Und das Schlimme ist, da kommt noch eine dritte Form von dem. Was passiert dann? Das stimmt. Wir schaffen nicht mal die zweite. Wir unterhalten uns einfach, glaube ich, zu viel währenddessen. Aber hier, ne? Entertainment. Enterminierung. Hilfe! Was? Ente? Warum hat er die Ente schon wieder? Oh, fuck! Und ich stehe auch noch auf der Seite.
Das war jetzt unklug. Der kam ein bisschen zu spät, der Schuss. Der kommt aber immer zu spät. Oh Mann, jetzt dachte ich, er bleibt stehen. Okay. Nah dran, weil dann springt er auf jeden Fall über dich drüber. Ich fange schon an zu stottern, Alter. Ich bin so aufgeregt. Ja, der war gut. Nein! Ich hab so... Hilfe! Hol mich wieder! Scheiße! Ich komm da nicht mehr weg! Der wird ja mal schneller! Du hättest mich... Alter, geh doch endlich mal in die dritte Form, oder? Oh nein, nein, nein! Nicht weit genug weggekommen. Mist. Ja, dir sagt schon, es macht wirklich süchtig, aber es ist halt auch gut fordernd. Wollen wir zur Map zurückgehen und mal einen anderen Boss zeigen, ja, bevor wir jetzt ewig am selben Boss rumstehen hier? Können ja mal unten zu dem Boot. Ja. Ja, vor allen Dingen, du hast simpel und dann so normal und denkst, okay, ja, normal wird... Das ist ja, das geht ja schon Richtung schwierig. Richtung schwierig. Die Sache erweist sich halt sehr schwer. Ja, Dirk, das ist wahr. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz und das Coole daran ist, die habe ich, weil ich ja sowieso viel Retro-Zeug spiele und so. Clint Joint Clarity. Ja, das habe ich aber heute auch gelesen. Also ist man da drin. Regular, so. Sagt er. Herox, also gestern sagte, du musst auch noch andrücken. So. Gestern sagte uns jemand beim Fortnite-Spielen, dass es Crossplay zwischen PC und Xbox gibt. PC und Xbox gibt, aber PS4 hat halt gesagt, nein! Lazy hält sich da mal raus. Wir haben Pipi in der Hose, wir machen das nicht. Big Basti sagt schon Schwale. Oh, wow, wow, was ist denn da? Boah, was ist mit denen hier los? Alter, Boxfrösche, wie geil! Oh, wow, 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 Alter, wow! Oh shit, ich hab den oberen nicht im Blick. Okay, jetzt habe ich natürlich geringe Reichweite, das ist ärgerlich. Nee, Basti, das Problem bei sowas ist halt... Was machen die? Wir müssen die abkehren, ne? Schieß die weg, genau. Das Problem bei solchen... Ich dachte, die boxen und nicht so ein Scheiß. Das Problem bei solchen Spielen im Stream ist immer, dass man ja gleichzeitig reden und unterhalten möchte und dann kann man sich halt nicht ganz so gut aufs Spiel konzentrieren. Das macht's dann immer echt ein bisschen schwieriger. Ich kümmere mich um die oben, schießt du nach vorne. Okay. Weil ich habe den Teamleistung, genau, man könnte ja auch einfach. Oh, was hat er jetzt vor? Wow. Das Timing. Alter, nein, das ist doch jetzt fies, ey. Ist es wirklich? Was passiert hier? Ich wollte dich zurückholen. Was ist mit denen? Die sind brutal. Ah, okay, PS4 und PC geht. Ich weiß nicht, was gemeinsam geht. Auf jeden Fall geht Konsole und PC, aber auf jeden Fall nicht Konsole und Konsole. Ja, vielleicht, ja, genau. So, völlig überfordert. Nee, aber Basti, das ist was bei solchen Spielen halt immer so das Ding ist. Wir sitzen halt hier, wollen reden, wollen euch auch gleichzeitig noch weiter unterhalten. Aber es ist halt echt knifflig. Knifflig. Wenn wir uns dann noch konzentrieren müssen. Oh, nee. Deswegen reden wir vielleicht teilweise auch ein bisschen Unsinn. Also, genau, machen wir wieder so. Ja, genau. Das ist ganz gut, weil ich habe halt den Spread. Ja. Du kannst über alle drüber springen auch? Ja. Ja, geht. Ist nicht so zu empfehlen, aber geht. Jetzt kommt er wieder an. Aber er ist langsamer, als ich dachte. Ich dachte, er kommt halt richtig nach vorne geschossen. Dem ist aber nicht so. Aha. Ah, okay. What? Oh, fuck. Hilfe. Okay, wow. Ich hab dich. Ach so. Nee. Ich hab dich wieder. Okay, der schießt da irgendwie seine... Ja, die sind ein bisschen kacke einzusehen, die. Ah, Mann! Oh, fuck, jetzt hab ich's zu spät. Achso, er wirbelt mich dahin und... Okay. Fuck! Okay. Alter. Ha! Dass die auch immer drei Formen haben müssen. Brutal, auf jeden Fall. Aber wir haben fast die dritte erreicht. Durch die zweite kommen wir durch. Das schaffen wir. Die erste haben wir auf jeden Fall drauf. Die haben wir gemastert. Das erste, was kommt, sind direkt die. Das ist gut. Schieß mal einen dicken drauf. Oh mein Gott, mein Wochenende. Sieht genau so aus, ey. Ich sag euch das. Ich feier es auf jeden Fall. Ich bin so fucking begeistert. Alter, das ist mega geil. Ich find das richtig gut, ey. Halt, das ist zum einen sowieso mein Genre von Spiel, so. Nein, zu früh. Und dann kommt halt auch noch das. Das ist einfach so ein geiler Artstyle. Okay.
Fuck, er hat mich erwischt. Das ist halt das Ding, die bewegen sich nicht im selben Pattern, die Dinger. Müssen wir aber auf jeden Fall drauf achten. Okay, die Frage ist, auf wen wir drauf gehen dann. Okay. Ah! Haben wir. Ah, da hat er mich. Ja, du bist zu nah an ihm dran. Meistens trifft dich schon der Erste. Ja, weil der mich dann immer... Genau. Weil der da mit seinem Wirbelstimmung kommt. So, wir müssen jetzt... Okay, wir haben die dritte Form. Was tun die jetzt? Oh mein Gott. Sie kommen. Oh, was? Wie geht das denn? Wir haben uns mal in einen Spielautomaten verwandelt. Einfach mal so. Zwei Frösche werden zum Spielautomaten. Wie ist das möglich? Aber der Boxhandschuh ist immer noch dran. Hilfe! Da gibt es mit Sicherheit was. Ja, aber die sind ja... Mann, dann schießen die Münzen. Man denkt sich so, Münzen, toll. Ich mag Münzen. Münzen einsammeln bringt... Ist mal spaßig. Nein. 100 Stück, dann kriegst du ein Leben. Hä? Anderes Spiel, falsches Spiel, Maxi. Oh mein Gott, Hilfe! Ich hab dich! Ah, scheiße! Ich will nicht zu nah dran, wegen dem Handschuh, ey. Ja, ich hab da Angst vor. Wegen des Handschuhs, Entschuldigung. Wegen des Handschuhs, oh nein! Fuck! Ah, jetzt hab ich dich nicht wieder Mist. Alter, das ist ja richtig mean, was sie da machen. Mobskeks! Und wir waren relativ am Anfang noch von dem. Grüß, fuck, wie hieß der Hund, Molly? Nee. Grüß den Mobs. Ah, okay, wir müssen also an den Handschuh dran springen und dann oben in die Slots schießen wahrscheinlich. Ah. Ja, das sind dann so Sachen, die fallen einem leider dann immer erst auf, wenn man irgendwie außerhalb des Streams für sich alleine spielt und sich auch konzentrieren kann. Und Diggi, die weiß das halt schon. Diggi, die weiß alles. Das ist aber echt gruselig, dass Diggi, die über jedes Spiel einfach immer sofort Bescheid weiß. Auch wenn sie brandneu sind. Ah! So wie in diesem Fall. Interessant finde ich, ob der halt tatsächlich alle Treffer einnimmt oder ob der hier einfach irgendwie, wenn wir halt draufballern, immer irgendwie, weiß ich nicht. Ah, da hat er mich. In Etappen zählt. So von wegen einen Treffer pro Sekunde nimmt der oder so. Oder ob es halt wirklich so Quick-Hills gibt. Ja. Wäre halt Speedrun-technisch interessant. Nicht, dass ich einen vorhätte, aber es gibt mit Sicherheit bald die Szene. Fuck! Nein! Ich hab dich. Mean, Alter, richtig mean. Mini, mo. Das ist halt die Sache, ey. Dann immer. Eieieiei. Oh mein Gott, das ist so geil. Das ist auf jeden Fall intensiv, ey. Es ist richtig fordernd und ich find's geil. Ich bin mal gespannt, wie viele Bosse es halt tatsächlich gibt. Er kommt von links. Ei. Okay, so jetzt also auf den Handschuh. Also mit dem Handschuh einen Doppelsprung machen und dann hoch da. Weil ich habe halt eben gesehen, wir waren tatsächlich einfach bei dem... Ah, alright. Oh. Aber der Handschuh hat mich jetzt getroffen. Das ist halt das Ding. Ha. Ja, ich weiß nicht, wie das, vielleicht muss man draufschießen oder so? Auf den Handschuh? Nee, auf den Handschuh nicht. Das ist ja ein rosa Ding. Also mit dem Handschuh musst du einen Doppelsprung machen auf jeden Fall. Aber wo man dann hinschießen muss. Weil ich habe es gerade gemacht und es hat mich getroffen. Das heißt, offenbar bin ich in die falsche Richtung gesprungen dann. Von denen dürfen wir uns nicht treffen lassen. So, sehr gut. Ups. Wie die im Hintergrund sich auch einfach freuen. Ja, eine Schlägerei. Warum nicht, ne? Ja. Das ist noch... Hey. Richtige Männer noch so. Gentlemen sind wir. Gentlemen. Nicht einfach Männer. Männer. Männers. 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 Ich glaube, es ist egal, auf welchen wir gehen, oder? Okay, wir sind auf jeden Fall in den ersten beiden Phasen... Ah, okay, in dem Moment werde ich getroffen. Aber wir haben die ersten beiden Phasen inzwischen ganz gut raus. Behaupte ich mal. Ja, irgendwann kann man... Wir werden sicher. Eieiei. Achso, oh! Ich dachte, ich wäre du! Fuck! Hol mich! Ich dachte, ich wäre du. Ich hab zu viel geredet, ey. Jetzt habe ich gerade echt kurz gedacht, ich wäre du. Ja, ich auch. Shit. Dachte ich jetzt auch gerade, ey. Ah, fuck. Der von links kommt zuerst. Ah! Ich dachte auch gerade, ich wäre du. Da dachte ich so, ey, ich bin doch, wieso bin ich jetzt in der Mitte? Ich war doch links. Ready? Hammer, okay. Ey. Er fängt an. Ah. Warum schieße ich überhaupt? Ich bin so weit weg. Jetzt. Mann, ich will wissen, ob der wirklich jeden Treffer frisst oder ob der einfach... Ja, man sieht halt auch einfach nicht. Ob der halt iframes hat. Shit, er hat zweimal die Attacke gemacht. Das heißt, eben waren wir schneller. Das heißt, offenbar zählt er doch mit. Und er blinkt ja auch jedes Mal. Also wir kriegen schon Trefferfeedback. Jetzt.
So. Ich finde es halt geil, dass man sich gegenseitig wiederholen kann. So. Ja, sagt, das ist richtig Dirk, gut. Dirk schreibt gerade schon in den Chat, dass der Koop geil gemacht ist. Ja, finde ich aber auch. Also mir macht es richtig Spaß. Halt gerade, dass man sich so wiederholen kann, sorgt halt dafür, dass du durchgehend miteinander sprichst. So. Ja. Wie er sich einfach in so einen Propeller, in so einen Ventilator, meine ich, verwandelt. Das ist so geil. Jetzt haben wir die Seiten getauscht. Macht nichts. Er kommt von links. Okay, wo muss man ihn denn treffen, Alter? Das kann doch nicht sein. Handschuh, ich habe den Handschuh genommen und ich bin in die Maschine und das war falsch. Mhm. Also muss ich einfach nur hoch und oben in die Augen vielleicht schießen. Also, ne, gegen die Augen schießen, das könnte sein. Ich weiß es nicht, wie das jetzt ist. Jetzt wird hier irgendwie in meinem Account geschrieben. Sehr gut. Und Lobo hat dich jetzt gerade einfach mal getimeoutet. Wer ist denn da an dem PC? Amina gerade. Amina macht hier Blödsinn mit deinem Account. Und eben was Marcel. Das ist Marci für alle, die es nicht wissen. Der Marcel. Matzel. Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, wie das jetzt mit dem. Also natürlich, der Handschuh ist so pink oder muss man da dran? Wir müssen da bestimmt in die Augen schießen. Ja, aber du machst ja Doppelsprung. Den Doppelsprung vom Handschuh hab ich gemacht, aber ich bin halt gegen den Automaten gesprungen und das war wahrscheinlich der Fehler. Genau, rückwärts und dann in die Fresse schießen, in die Augen oben. Ah nein, wir schießen. Den schaffen wir auf jeden Fall noch bis Fortnite. Wen? Den? Den Boss hier. Ich bin mal echt gespannt, wie viele Bosse es gibt. Also ich habe halt gelesen, dass sie tatsächlich eine riesengroße Zahl noch hinzugefügt haben über die Zeit. Mhm. Wie viele es aber letzten Endes sind, kann ich nicht sagen. Und er verschluckt ihn wieder. Mhm. So, ich versuche es direkt als Erster. Du hast übrigens noch 3 Hitpoints. Sehr gut, du bist nicht getroffen worden. Okay, ich wusste nicht, wo man hinschießen muss. Ah, okay, jetzt haben wir da 3 so Echsen. What the Alter. Fuck? Okay. Alright, du kannst immer einen überspringen und dann auf den nächsten. Ah ja, den ich verstehe, aber das ist... Und ich kann dich zurückholen. Oh, Alter, was ist das? Und sie werden schneller, dann sind es 3. Okay. Ah, okay, wir müssen also die Dinger spielen und dann geht's weiter. Und dann müssen wir die Wellen überleben. Ah, okay. Alles klar, gut, schaffst du. Jetzt habe ich das Prinzip dieses Bosses verstanden am Ende. Okay, wie ist das jetzt einfach weiter? Genau, einfach die Münzen und dann jetzt ein Doppelsprung mit dem... Mhm. Und dann... Genau, und ein Doppelsprung mit dem Handschuh. Ich weiß nicht, ob man oben schießen muss, keine Ahnung. Ich habe einfach durchgehend gedrückt gehalten, von daher. Mhm. Und dann halt einfach überleben erstmal. Okay. Vielleicht sollst du das hier den erstmal... Gib ihm hier auch ruhig einen dicken Schuss, die kannst du ruhig verbraten vorher jetzt. Vielleicht ist es auch so, dass man einfach mit den Wellen überleben muss. Ja, genau. Dass man aber ich würde trotzdem vorsichtshalber schießen. Immer schießen. Nachher 1000 Wellen überleben und dann... Krank, Alter. Das ist sowas von vielschichtig. Ja. Ist aber auch cool. Also richtig, so, richtig fordernd. Das sind halt Bosse. Ja. Aber du hast ja fast eine Bosse. Ja, einen Command mit mir gibt's leider noch nicht. Immer noch nicht. Hashtag subtile Kritik. Ja. Beide noch nicht getroffen worden? Doch, ich wurde gerade eben getroffen. Nee, du hast aber noch 3 Points. Ach ja, stimmt, du hast ja einen, den du einsteckst. Okay, aber wir haben es bis hierhin echt gut raus. Das war knapp. Alright. Ah, okay. Geil finde ich ja, dass dieses Spiel eine Debatte ausgelöst hat, von wegen, wie gut müssen Spieleredakteure in Videospielen sein. Weil wohl tatsächlich schlechte Reviews gegeben wurden, weil Leute einfach zu oft verkackt haben bei dem Spiel und gesagt haben, das ist viel zu schwer. Ja, okay, man kann den nicht abschießen. Auch oben nicht. Anscheinend passiert auch nichts, ne? Okay, du kannst immer einen überspringen hier. Und wenn der schneller wird, kannst du immer auf jeden dritten springen. Ja, okay. I get it. Okay, sehr gut. Also ist die Reihenfolge der Phasen hier auch gleich. Why not? Oder? Ja, genau. Jetzt kommen die Stiere. Jetzt ist dann wieder das, was du eben schon hattest. Ja! Nein, scheiße! Hab dich! So. Gucken, was jetzt kommt. Schon wieder die Stiere. Ist das dann immer noch dieselbe Phase? Ja.
Ah, okay, jetzt können wir aber auf die Augen oben schießen. Ja, fuck, jetzt habe ich nur nach oben geguckt. Ah, okay. Ja, du jetzt auch, ja. Ja, also wie auf die Augen so mal können wir dann schießen. Krass. Das ist echt verrückt. Das ist schon wirklich interessant. Aber wir haben jetzt so die beiden, ne? Die und den Walter, ne? Ja, okay. Aber gut, dann können wir bei diesem Stierding auf jeden Fall oben in die Augen schießen. Weil da sind die offen. Ja. Okay, Amina, ich heul nicht nochmal rum. Ah, jetzt bin ich völlig raus. Aber die Liebe zwischen mir und Tanja ist auf jeden Fall unglaublich stark. Man könnte sagen, und wer unerreicht. Liebt mich? Ich. Ja, ich, toll. Ich liebe euch alle. Das zählt nicht. Ich habe genug Liebe für alle zu geben. Ich brauche auch so einen einzigartigen Sidekick wie du und Tanja. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Ein bisschen neidisch bin ich schon. Ich fand es ein bisschen gemein. Neulich wurdest du mal als Daniel-Ersatz an meiner Seite bezeichnet im Chat. Das fand ich voll fies. Ich bin kein Ersatz. Das stimmt nicht. Ah, okay, wenn ich den rechts abschieße, bringt das jetzt nichts oder was? Doch, okay, der blinkt auch. Okay, wir haben die Phase geschafft. 10 Minuten haben wir noch. Das kriegen wir hin. In die Münze gesprungen, ich glaub's nicht. Okay, gehen die Augen jetzt auch auf? Ja. Okay, das heißt, jetzt können wir schießen. Ich hab gedacht, ich wär du, Mist. Danke. Alter. Das funktioniert, wenn man so viel Performance-Drink trinkt. Nein, voll in die Mütze, Hilfe! Oh. Voll in die Münze! Voll in die Münze! Bam. Hashtag voll in die Münze! Voll in die Münze! Pow! Voll in die Münze! Ah, geht schon wieder. Ah, scheiße! Da war wieder viel zu schnell. Oi, das war knapp. Kommt jetzt wieder der Stier. Ja, okay, die Reihenfolge ist ja wohl tatsächlich immer dieselbe. Das ist ein bisschen schade, aber nicht schlimm. Ah, Mist. Ich hab's nicht geschafft, drüber herzukommen. Ja. Verrückt, ey. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, ob man jetzt wirklich nur die Augen treffen muss oder ob das, wenn der offen ist, dass er dann Schaden nimmt. Weiß nicht. Also, ich habe jetzt immer oben ins Gesicht geschossen und das hat funktioniert auf jeden Fall. Bin irgendwie nie dran gekommen. Wir haben immer Glück im Automaten, ja. Immer drei gleiche. Ja. Das ist schon. Vielleicht sollen wir gleich in das Spiel gehen. unser virtuelles Glück mal real austesten. Okay. Exit noch mal 10 Minuten einen anderen oder? Ja, machen wir. Weil dann können wir ein bisschen was zeigen hier. Wir können ja mal versuchen, einen auf leicht zu machen. Vielleicht klappt es dann. Dass wir mal was anderes zeigen können, vielleicht. Können wir doch. Wir haben noch genug hier, oder nicht? Ich weiß ja gar nicht. Ich glaube, die zwei hatten wir nur. Sonst ist da ja auch noch diese eine Fahne. Oder ist das der, den wir schon gemacht haben? Der Run and Shoot oder Run and Gun? Ja, den hatten wir ja gemacht. Hier kommen wir nicht weiter. Den hat man gemacht. Ah, okay. Das ist das Ding, was wir gemacht haben? Genau. Und das ist dann halt... Ah, okay. Das ist alles, was obwohl, wir... Obwohl, da können wir... können ja hier rüber machen. Ja, stimmt, schauen, was hier so ist. Akropolis hier, oder was? Was hast du denn zu erzählen? Ja, was hast du erzählen? Weg. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob die uns was schicken. Mausoleum! Mausoleum 1, das heißt, da gibt es mehrere von. The First! Ah. Good game for Halt! Aha, eine Urne möchte gehen. Eine Urne! Okay, und ich habe diesen Spread jetzt doch durchgehen. Was? Hä? What? Was? Wir haben doch gar nichts gemacht. Was war das denn? Okay. Also irgendwie ist hier was Unsichtbares unterwegs. Was ist das? What? Get lost! It's only for the eerie. For the eerie. Ah, okay. Also brauchen wir hier vielleicht irgendwie ein Item oder so. Weil das hat uns ja. Weil wenn uns irgendwas getroffen hätte, hätte es ja nur einen Hitpoint abgezogen. Aber wir wurden ja von nichts getroffen. Die Geister waren ja nicht mal da. Ja, richtig. Also ist das jetzt vielleicht immer in so einer Sektion, so der letzte Boss, um weiterzukommen. Okay. Nun gut. Wir müssen mal gucken, was der Shop will. Ja, da oben ist einfach mal eine Axt. Ja. Warum nicht denn? So.
Hat der denn irgendwas Nettes vor? Welcome. Ah, okay. Eine größere Auswahl. Mittlere Reichweite, guter Schaden, aber langsamerer Schuss. Okay. Alter, verrückt. Nehme ich. Ja, Björn, das habe ich ja gesagt. Das ist halt so. Ah, okay. Hier ist eine Waffe, die ist nach meinem Geschmack. Mhm. Du musst dann wieder tappen, um zu schießen. Und wenn du gedrückt hältst, dann lädt er den Schuss auf. Geil. Also quasi ab Mega Man 3. Ach. Oder ist das Mega Man? Nee, Quatsch. Mega Man X. Entschuldigung. Mega Man 3 hat den Dash eingeführt. So. Jetzt will ich trotzdem wissen, warum wir da in diesem Mausoleum nicht irgendwie Dinge tun können. Vielleicht, weil wir vorher die anderen Bosse machen müssen. Hm. Kann sein. Mies. Na gut, welchen versuchen wir nochmal? Boah, den blauen. Mal zur Abwechslung. Okay, den Böppel hier. Ach nee, warte mal. Lass uns aber eben erst ausrüsten. So. Shot A. Ich, ja. Ja, den normalen P-Shooter. Ich möchte es mal mit dem probieren hier. So. Shot B, Spread. So. Super, habe ich noch nicht. Charm habe ich auch noch kann nicht. Kann man denn. Also, warte mal. Wie kriegst du denn den B-Shooter? Ne? Also, du hast wenn ja. Wenn du eine Waffe kaufst. Ja, ich meine, wenn du dann halt einen. Mit welchem machst du den dann? Mit dem B-Knopf. Denke ich mal. So hatte ich es jetzt verstanden. Okay, cool. Goodbye! Ja, sieht gut aus. Ah, nice, ey. Das ist ja, Wadi, dann viel Spaß bei PUBG. Bei uns gibt's nur Fortnite. Ah, ich würde am liebsten nicht mehr aufhören wollen. Du würdest am liebsten nicht mehr aufhören wollen? Das heißt, du willst aufhören? Nein, ich muss. was ist das jetzt? Schön den Verfolger. Chase. Ready and waiting. Ran da. Ran an die Mutti. Regular, okay, wie war das immer? Der wird einfach richtig salty, riesig und boxt uns immer. Es ist schön, dass hier sehr viel mit Faustkampf noch unterwegs ist. Ja. Ah, okay, Waffe wechseln auf dem linken Button. Das ist cool, dass du zwei verschiedene Waffen anwählen kannst. Okay. Waffe ist aber jetzt nichts, dann möchte ich doch lieber den Spread. Fuck! Aha, sehr gut. Das ist der Verfolger, ja. I get it, sehr gut. Dann ist er völlig wurscht. Ah! Nee, jetzt wird er groß. Jetzt muss er groß. Jetzt muss er groß. Jetzt ist Schluss mit lustig. Groß muss ist nicht mehr ganz so freundlich. Hey, der haut aber zu, der Oschi hier. Hilfe! Oh, ich komme. Ich weiß, das willst du gar nicht wissen, aber ich sag's dir trotzdem. Ah, schon wieder. Mann, da kam ich immer raus. Ich hab gedacht, er springt, ich könnte unter ihm her und dich dann wiederholen. Hat aber nicht geklappt. Anna Girl Power, guten Abend. Abend! 5 Minuten haben wir noch. Easy. Und diese langsame Waffe ist definitiv falsch für diesen Boss. Aber es ist freundlich, dass er seinen Kopf erstmal aufmacht, um uns Hallo zu sagen, mit seiner Schädeldecke. Ja, das ist echt schon mal... Bisschen creepy so, aber... Ja, aber das ist halt Höflichkeit. Das hat man schon. Das schon. Hat man früher so gemacht. Gentleman. Da haben sich die Gentlemänner schön auf den Sack gegeben, aber bevor sie es getan haben, haben sie... Ah, nee, wie Alter, fies, Alter. Das lief aber auch schon mal besser hier. Ja. Ja, du warst jetzt leider außerhalb des Bildes. Ja, genau. Gentlemänner, die geben sich noch die Hand, bevor sie sich dann richtig aufpassen. Das stimmt. Finde ich besser. Heutzutage noch nachgetreten. Nachgestochen meistens. Nachgestochen, liegt auf dem Mund. Den blauen müssen wir heute noch packen, sagt du, Basti. Ja. Eigentlich schon. Machen wir so im Hintergrund. Oh fuck, der hätte mich jetzt mit dem Schlag sowieso gekriegt. Der hätte dich sowieso voll getötet. 5 Minuten, aber kein Druck. Welcher Druck? Einmal noch. Letzter Versuch. Last try. Warum hat denn der mir jetzt die Waffe gegeben? Die will ich haben. Wow, ich dachte gerade, ich wäre du.
Ungünstig. Ich bin blau, du nicht. Alter, ah! Man denkt immer dann, wir müssen aufpassen, ey, dass er uns nicht, dass er halt seinen Angriff da nicht macht, wenn wir gerade vor einer Wand stehen. Das ist, ja, das klappt dann halt nicht. Ja. Bei dir ist das egal, dich trifft er sowieso immer. Ja. Dafür treffe ich ihn auch schon immer. Wow, wow, wow. Kann ich vergessen. Nee. Ich versuche immer, ob ich ein paar Invincibility Frames habe, wenn ich den Superangriff mache. Ist aber nicht, der trifft mich trotzdem. Na gut. Quit Game, wir haben gesagt, letzter Versuch. Ja. Okay. Herrlich, ey. Das ist so ein geiles Game. Habe ich richtig Bock drauf. MDHR Studios. Was für ein guter Job. Ja. Allein schon das jetzt. Lass das mal auf dich wirken. Lass das mal auf dich wirken. Das kommt doch schon gut. Oder dieser Auswahlbildschirm mit dem. Ja. Das ist schon gut. Und dass das einfach alles so. Ah, Copyright 1930. 9% haben wir. Das fand ich bei dem Trailer ja schon gut. Wo dann ja normalerweise dieses Release-Date steht, ja, am Ende. Und dann stand da irgendwie 1930. 36. Plus, ja. Oder 1936 plus 80 Jahre, ja, oder so. Release 1936. 80 Jahre mehr. Plus 80 Jahre. So gut. Das fand ich auch richtig cool, ey. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, mein Wochenende wird aus diesem Spiel bestehen. Boah. Muss ich mir auf jeden Fall auch holen. Ich finde das so gut. 20 Euro. 20 Euro. 20 Euro habe ich bezahlt. Ja, das beste Spiel des Jahres. Und das ist es mir auch wert, muss ich sagen. Also dafür 20 Euro. Für 20 Pappen? Definitiv. 20 Eier. Pff. Bin ich voll dabei. Auf jeden Fall. Dirk, bist du auch dabei? 20 Euro. Raptor, was für eine Frage. Okay. So, wer zockt denn jetzt überhaupt Fortnite? Das ich werde mit dem Dirty Dirk Fortnite spielen. Mit dem Dirty Dirk. Und genauso wird's laufen. Gut, dann verabschiede ich mich auf jeden Fall mal ins Wochenende. Ja, genau, du bist ja auch ich schon lange da. Ich sitze hier jetzt auch seit 10 Uhr, bin ich hier. Oh shit, die Frühschicht durchgezogen. Die Frühschicht durchgezogen. Ich aber freiwillig, ihm wurde angeboten zu gehen, er sagte, nein, ich will zocken. Es wurde gefragt, ob ich denn bleiben wollen würde. Ich sagte, hey, warum nicht? Gerne. Bei dem gerne Spiel. Wieder. Hey, ich bereue nichts, Mann. Ich hätte heute sowieso nichts Besseres gemacht als das. Das ist ein Highlight, Leute. 20 Euro, wie 20 gesagt. 20 Euro. Gönnt es euch. So. Gönnt es euch. Dann verabschiede ich mich schon mal. Wir sehen uns gleich wieder. So.